Also verstecken wir uns und also haben wir jetzt die freie Auswahl. Ich glaube, Montezuma ist dazugekommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der vorher auch schon da war. Moko. Das sieht auch ganz cool aus. Eine Wissenschaftlerin, nee. Den Schlechter, Ivan und das Ömer kennen. Nee, ich glaube, ich nehme den Montezuma. So, los, 20 Sekunden. Das schaffen wir auch mit Agenten in der Region. Blau ist, wow, blau ist die Wut inzwischen richtig runtergegangen. Das ist schon mal sehr gut. Grün ist ganz unten, rot auch. Das heißt, wir können, sobald wir wieder genug Leute haben, anfangen, wieder Geld zu verdienen. Wir müssen hier immer mindestens über unsere 1 Million bleiben. Geht ja sonst gar nicht. Und Montezuma haben wir bekommen. Sehr schön. Informationen über das Endzeitgerät besorgen. 4 PR-Manager. Yeah. Haben wir so viel überhaupt? Ja, haben wir. 4 Stück. Ein Kammerdiener dazu, eine Wache dazu, beziehungsweise ein Söldner. Weiter versteckt, bitte. Das machen wir also auch noch kurz. Ist Mamba da? Wo ist die Mamba? Da ist die Mamba. Also ja, das machen wir gleich auch noch. Montezuma, jetzt erhältlich. Sehr gut. Gucke ich mir gleich erst an. Was bist du? Spitzel. Spitzel wird mal verwirrt. Hat ja auch nichts dabei. So. Alles schön nach und nach. Momentan passiert mir ein wenig zu viel auf einmal. Ich komme nicht so ganz hinterher. Das Klon steht da bereit. Der Klon, das Klon, der Klon. Hier haben wir neu aufgebaut. Das physische Genie ist wieder zurück an seiner Position. Nein, es ist nicht. Das steht da falsch. Da sollst du hin. Da sollst du hin. Ja, so ist okay. Wissenschaft. Wir hätten gerne andere Türen. Was noch, was noch? Unsere Handlanger. Sollten sie auch mal im Eingangsbereich aufhalten. Dann gucken wir uns auch gleich mal Montezuma an. Da ist Montezuma. Ein Typ, dessen Gesicht man niemals sehen kann. Oder auch nicht sehen will. Was hast du da für Optionen? Voodoo Mummenschanz und Voodoo Hirnnebel. Braucht noch jede Menge Erfahrungspunkte. Ja, okay. Ja, Voodoo ist Religion und spirituelle Lebensweise der Menschen auf Haiti. Ein magischer Weg, um mit den Vorfahren zu kommunizieren. Für den Außenstehenden scheint Voodoo düster und unheilsvoll, was eigentlich nicht stimmt. Im Fall von Montezuma allerdings trifft es schon zu. Montezuma erweckt zum Spaß Zombies, lässt Voodoo-Puppen am Fließband fertigen und ist bekannt dafür, dass er Leute verhext, nur weil sie über seinen Zylinder schmunzeln. Ja, tun wir da mal lieber nicht. Er kocht außerdem ein echt scharfes Gumbo, aber komischerweise machen die meisten potenziellen Besucher einen weiten Bogen um seine abgeschiedene Berghütte. Montezuma hat nichts dagegen, seine Zuflucht auf Haiti zu verlassen, da seine Neigung, Leute zu verfluchen, die Bevölkerung schon ziemlich dezimiert hat. Steht leider nicht zu den Fertigkeiten direkt. Aber das kriegen wir schon hin. Was ist mit dir? Hast du was dabei? Ja, du hast was dabei. Du musst gefangen genommen werden. Wir hatten doch schon mal jemand mit Fangen markiert. Ist der inzwischen irgendwo drin? Achso, ihr habt wahrscheinlich alle was dabei. Okay, einfach alle gefangen genommen. Da brauchen wir wahrscheinlich mehr Platz, den wir nicht haben. Ja, müssen wir gucken, was passiert, wenn wir so viele Leute gefangen nehmen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Die Mission. Die PR-Manager fehlen noch. Ja, okay. Müssten aber eigentlich gleich kommen. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Das Genie wird... Oh, das Genie wird angeschossen. Von hier hinten. Die Allianzen denken, dass sie eliminiert sind und lassen sie in Ruhe. Oh, sehr schön. Hast du zufällig noch was dabei? Nö.
Ein Auftragsmörder auf der Jagd nach einem fiesen Genie. Jo, du wirst mal verwirrt. Sie muss ja auch, eigentlich muss sie sogar entkommen. Egal, Mission ist erfüllt. Täuschungsmanöver ist abgeschlossen. Sehr gut. Was wollt ihr denn hier in dem Gang? Da ist doch gar nichts. Genau. Oh, noch jemand? Du hast nichts dabei. Ihr werdet alle verwirrt. Sehr gut. Sind jetzt die PR-Manager endlich da? Ja, sind sie. Los. Mama ist weiter im gelben Bereich unterwegs, ist okay. Oh. Ach so. Die PR-Manager verwirren so komisch. Die springen immer so hin und her. Das ist. Ja. Lassen wir die mal. Was sagt jetzt eigentlich unsere Berühmtheit? Verrückt. 181. Da fehlt nicht mehr viel. Wir brauchen jetzt aber eigentlich unbedingt mehr Kohle. Und mehr Angestellte. Ja, hilft nichts. Also, gelb ist ruhig, aber da ist die Mamba. Das lassen wir erstmal grün. Grün ist doch ein schönes Ziel. Also schicken wir mal... Kammerdiener. Einer. Und... 7 davon. Hierhin zum Stehlen. So, das Ganze machen wir hier auch nochmal. Ein Kammerdiener. Ich sagte ein Kammerdiener. Und 7 davon. So. Und hier unten. Wer bist denn du? Jet Chen. Alarm, es ist ein Superagent. Und der ist komischerweise auch leicht bekleidet. Irgendwie sind alle Superagenten ein bisschen komisch drauf. Aber gut. Das ist nicht schön. Das heißt, wir haben jetzt im gelben Bereich einen und im orangenen Bereich einen. Nee. Na gut. Das heißt, wir dürfen uns davon nicht mehr ablenken lassen. Obwohl, wir können bei Blau noch klauen gehen. Was haben wir hier noch? PR-Manager haben wir schon. Milizführer haben wir schon. Nö. Das heißt einfach nur Geld. Dich und 7. 7 davon. Alle stehlen. Sehr gut. Das müsste fürs Erste reichen. 3 Länder mit jeweils einem Bediensteten und 7 Kämpfern. Da müsste das Geld wieder reinkommen. Währenddessen werden wir wieder hochtrainiert auf... Ich glaube, inzwischen dürfen wir schon auf 150 kommen, oder? Ich glaube schon. Maximale Bedienstetenzahl überschritten. Ah, 144. Ist knapp davor. Hier ist alles gut. Goldkammern sind beächtlich leer. Irgendwelche Fehlermeldungen? Nö. Oh, wir haben keinen Platz mehr im Gefängnis. Stimmt. Du musst ganz schnell verhört werden. Geh mal zum Stuhl. Und du musst auch verhört werden. Geh mal. Wir können ihn nicht mit einer Tür verhören. Schade. Können wir ihn hier mit irgendwo verhören? Mit einem Atomreaktor vielleicht? Nee, aber mit dem Säurebottich. So. Also die beiden müssen möglichst schnell verhört werden, damit die Jungs hier abtransportiert werden können. Vor allem sind die noch bewaffnet. Das ist nicht so gut. Können wir hier vielleicht noch ein Gefängnis reinploppen? Gefängniszelle. Ja, würde passen. Sehr gut. Obwohl, stopp, wir wollten keine Gefängniszelle so nah am Eingang haben. Nee. Nicht gut, nicht gut. Der wird sterben. Komm schon. Kung-Fu-Kämpfer, rette die Welt. Ah, der ist tot. Gucken wir mal, wie gut sich ein Kung-Fu-Kämpfer gegen 3 wehren kann. Getarnte Tür. Okay. Ja, der schafft das. Sehr gut. Also, wie schaut es hier unten aus? Du wirst gleich in den Säurebottich geschmissen. Du
wirst schon verhört. Wobei das Verhör daran besteht, Zigaretten wegzuschmeißen. Oder komische Michael Jackson-Bewegungen zu machen. Ach du gute Güte. Schnell weg hier. So, und hier. Ja, das ist doch mal ein James Bond-Move. Das eher weniger. Hab ich jedenfalls so noch in keinem James Bond-Film gesehen, dass der Agent auch mal wirklich eingetunkt wird. Lassen wir das. So, die werden alle verwirrt. Hast du was? Nein, du hast nichts. Er schaut genauer hin. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Hoffe ich doch mal nicht. Die haben wieder was. Aber ich glaube, die haben genau das gleiche wie die anderen auch. No. Wir haben irgendwas abgeschlossen. Was denn? Ich bin verwirrt. Haben wir jetzt das Ding bekommen oder nicht? Sie hat kein Symbol mehr drunter. Das heißt, er kann verwirrt werden. Und der andere wird immer noch verhört. Er wird auf den Stuhl gedreht. Auch nicht schlecht. So, du. Na komm schon. Du wirst verhört. Okay, noch mit dem Laser. Und du wirst verhört. Oh, das Ding sieht ja echt cool aus. Du wirst verhört mit dem Ding. So, damit müssen wir langsam wieder Platz haben. Jo, hier ist keiner mehr. Sehr gut. Forschung? Oh, eine Menge Forschung. Ja, primär jetzt alles einmal damit erforschen. Los. Oh, oder mit beiden erforschen. Okay. Die versteckte Tür. Beobachtungsposten. Getarnte Tür. Was ist eine getarnte Tür? Das ist ein Zugang zu unserer Basis. Warum können wir die nicht setzen? Ha. Okay. Noch mehr Forschung. Oh, neue Aufhängemöglichkeiten für Leichensäcke. Das ist doch mal praktisch. Ah, das müssen wir gleich auf jeden Fall mal aufstellen. Oder eine neuen Basis. Wir kommen ja beachtlich schnell Richtung 200. Die Mission ist auch gleich fertig. Sehr gut. Aber irgendwie kommen wir nicht an die Informationen von den Leuten hier. Das finde ich komisch. Du wirst da verhört. Vielleicht müssen wir... okay. Das war die Mission auf der Weltkarte. Die hier. Die Jungs können also alle weg. Ihr könnt euch mal kurz verstecken. Ihr könnt euch mal kurz verstecken. Und ihr könnt euch mal kurz verstecken. Ja, also das war die Mission auf der Weltkarte. Aber von den Gefangenen hier haben wir, glaube ich, noch gar nichts bekommen. Wenn wir dem Ding hier trauen können. Wir haben jetzt von jedem zwei. Zwei Kreise, zwei Dreiecke, zwei Vierecke. So, er wird wieder tot gelasert. Was echt brutal aussieht. Du wirst verhört und du... Du wirst zentrifugiert. So. Das müsste dann der letzte von den Gefangenen gewesen sein, die dieses Symbol unten drunter hatten. Jetzt müssen wir einfach auf den... was mit euch? Also, Dreieck, Molekülsymbol und Buch. Dreieck... Ja, das wäre das letzte Teil, was wir brauchen. Das heißt, die müssen... alle gefangen genommen werden und es hoffentlich dabei haben.
Was ist mit dir? Ich meinte mit dir. Pause. Er hat kein Symbol mehr. Das ist jetzt komisch. Also gab es vielleicht doch das Symbol, als wir den ersten verhört haben? Er ist tot. Alles ein wenig komisch. Aber solange wir die Mission abschließen, ist ja alles gut. So, wie schaut es mit dem Geld aus? Wir haben momentan keine Einnahmen, weil wir sie alle verstecken müssten. Jetzt nicht mehr. So. $21 jede Minute. Das ist doch okay. Kommen wir auch schnell wieder auf unsere Millionen. Und der tigert hier bei Orange rum. Ja, langfristig wird wahrscheinlich in jedem Gebiet so ein Superagent rumlaufen. Das könnte uns die Arbeit echt schwer machen. Ja, Angestellte sind wieder auf 107. Das erholt sich also auch langsam wieder. Ah, ist doch gut. Dann sollten wir jetzt mal wieder abspeichern. Es ist ja viel passiert jetzt in den beiden Folgen. Was liegt hier auf dem Boden? Keine Sprengladung, oder? Nee, ich glaube, das ist von den Technikern. Aber ja, sehr viel passiert diese beiden Folgen. Wir haben uns aber schnell wiederholt und kommen gut in den Aufgaben voran. Also, speichern. Speichern. Nachfolge 57. Und wir sehen uns gleich wieder.